bin rücksichtslos gewesen. Richtig rücksichtslos. Und ich muss mich ändern. Erich, bitte. Die Haare. Die Haare sind doch das Schönste an mir. Sonst ist nicht viel los. Sie empfand dumpf etwas als unerträglich, wusste aber nicht, was es war. Es konnte nur damit zusammenhängen, dass sie sich doch für heute Abend verabredet hatte, anstatt die Verabredung auf morgen oder übermorgen zu verschieben. Ich bin verliebt. Ich bin ja richtig eben verliebt in mich. Sie schlug ihren Gefühlsaufruhr rasch nieder, denn sie hörte Schritte und gleich würde die Kabinentür aufgehen. Es würde alles wieder grauenvoll werden, das Leben draußen erbärmlich weitergehen.